Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hello, hello, hello und Happy Birthday, Danny. Ich habe heute einen, ja, ich glaube, das ist einer der größten Hauls, Schrägstrich, Live-Hauls, die ich jemals gemacht habe. Ich habe online bestellt. Ich war eben bei Rossmann. Ich habe die Kamera mitgenommen und ich werde euch heute zeigen, was ich alles gekauft habe, wo ich mich in den nächsten Wochen so ein bisschen intensiver mit auseinandersetzen möchte, mit welchen Produkten und einfach schauen, was können Produkte aus der Drogerie. Ihr liebt XXL-Hauls, ich liebe XXL-Hauls. Das gibt mir nämlich die Möglichkeit, Geld auszugeben für Produkte, wo ich sonst überlegen würde, brauche ich es oder brauche ich es nicht? Und ich habe jetzt die allgemeine Entschuldigung, dass ich das einfach in ein Haul mit reinnehme, weil vielleicht ich euch somit vor einem Fehlkauf ersparen kann. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die Woche. Drei Sachen, bevor es auch wirklich losgeht. Schreibt gerne einmal alle Happy Birthday Danny in die Kommentare, denn wenn dieses Video online geht, hat Danny Geburtstag. Des Weiteren werdet ihr Freitag ein Video mit einem neuen Launch haben. Es ist endlich soweit. Am Freitag kommen... ganz besondere Produkte raus. Freunde, ich hoffe, es geht euch gut und ich würde vorschlagen, wir starten. Hallo? Ja, stellen Sie es vor die Tür. Dieses Video ist tatsächlich so ein bisschen anders, denn wir haben einmal den Drogerie-Haul und ich habe vor einigen Wochen schon bei Yesday was bestellt und möchte euch gerne so einen, ja, zusätzlichen XXL Korean Skincare Make-up Haul zeigen. Ich habe so Sodbrennen. Puh, Freunde, let's go. Falls ich einen Yesday-Rabattcode noch raushandeln kann für euch, schreibe ich euch ihn einmal hier hin und unten in die Kommentare. Ich suche euch die Produkte, die ich bei Yesday bestellt habe, suche ich euch raus, schreibe ich euch runter, denn bei Yesday findet ihr wirklich neben Outfits und Interior auch ganz, ganz viel koreanisches Skincare und koreanisches Make-up. Und wir wissen alle, dass die Koreanerinnen das Make-up und die Haut wunderschön sind und die haben wirklich sehr, sehr gute Produkte, die ganz anders sind als die, die wir hier kennen. Ich benutze ja auch seit einer Weile schon die Produkte von Yepoda, auch angelehnt natürlich an koreanischer Skincare. Aber wir starten einmal mit diesem Produkt. Das ist von Haru Haru Wonder, ein Black Rice Hyaluronic Toner. Der sieht einmal so aus. Der soll die Haut ultra deep penetrieren mit Hyaluronsäure, Reisextrakt und Phyllostachys Pubescence Shoot Bark Extract, whatever it is. Die Skincare aus Korea ist wirklich, wirklich gut. Hat sogar den Red Dot Award 2019 gewonnen. Es riecht aber angenehm, natürlich, nicht so chemisch. Bin ich super gespannt. Ich werde die Produkte natürlich auch alle in den nächsten Wochen testen und ihr werdet sie dann spätestens im nächsten Aufgebrauchte sehen. Dann habe ich mir einmal ein Propolis Synergy Toner bestellt. Mit Propolis Extrakt, Honig und... ich kann das immer nicht lesen. Der sieht einmal so aus. Auch das Packaging hier ist wirklich, wirklich schön. Der soll wahrscheinlich die Haut... also Toner sind immer dafür da, um die Haut wieder so ein Stückchen zurückzubringen nach dem Waschen, die Hautbarriere wieder aufzubauen und den Säureschutzmantel wieder zu unterstützen. Deswegen habe ich mir da verschiedene geholt. Ich habe manchmal das Gefühl, dadurch, dass ich mich so oft schminke, dass meine Haut dann irgendwann brennt. Und mit so einem Toner sorgt ihr dafür, dass die Hautschutzbarriere einfach wieder, ja, ich würde jetzt mal sagen, geschützt wird. Dann habe ich hier eine Sonnencreme. Und ihr werdet in diesem Video viele, viele verschiedene Sonnencremes sehen. Denn aktuell geht wieder die Zeit los, wo wir wirklich darauf achten sollen. Ich habe euch neulich bei Instagram, ich blende es euch hier mal ein, eine Sequenz gezeigt, wie meine Lidschattenpalette mit Catrice, die in einem Bilderrahmen hier eingerahmt ist, aussah nach 2 Jahren in der Sonne. Und das hier drin. Und im Vergleich dazu die Palette, die in der Schublade war, die keine Sonne abbekommen hat. Und das, obwohl die Palette nur hier drin war, geschützt durch 2 Gläser. Also Freunde, benutzt wirklich euren Sonnenschutz. Hier habe ich einen Lichtschutzfaktor 50 PA++ mit Aloe Vera. Und was ich wieder bestellt habe, weil das einfach wirklich meine absolute Lieblingssonnencreme ist, die auch wirklich sehr, sehr gut mit Make-up funktioniert, ist die Misha Essence Sun Milk. Ist meiner Meinung nach wirklich eine der besten Sonnencremes. Lichtschutzfaktor 50, funktioniert unter Make-up, hält wirklich gut und die
bringt mich nicht zum Ausbrechen. Ich kriege davon keine Pickel. Große, große Empfehlung, wenn ihr Lichtschutzfaktor 50 sucht, die Essence. Dann habe ich mir Make-up gekauft von Pony Effect. Das ist ein Compact, eine Cushion Foundation. Die ist einmal hier drin, Remove Before Using. Da kannst du dir eine Foundation mit auftragen. Und passend dazu gab es hier auch nochmal so ein Refill. Also falls ihr wollt, dass ich das Make-up auch nochmal teste, lasst es mich unbedingt in den Kommentaren wissen. Dann habe ich mir von Dr. Jart eine Creme mitgenommen. Das ist die Moisture Retention Shield Creme, die mit Ceramiden angereichert ist und die Haut mit Feuchtigkeit versorgen soll. Dr. Jart ist eigentlich sehr, sehr teuer hier in Deutschland. Bei Yester war es tatsächlich wesentlich günstiger. Auch hier super gespannt. Dazu habe ich mir natürlich auch gleich noch diese Dr. Jart Maske bestellt. Die sieht tatsächlich extrem gruselig aus, ne? Also das ist wirklich wow. Dann hatte ich hier so ein Stäbchen drin und das ist schon ein bisschen spooky, aber die kenne ich tatsächlich, benutze ich gerne. Habe ich früher, als ich noch jung und viel unterwegs war, habe ich mir die Dr. Jart-Dinger immer am Flughafen gekauft und habe so, so viel Geld dafür ausgegeben. Das ist unglaublich. Aber die Sachen sind gut. Wir haben einen weiteren Lichtschutzfaktor. Diesmal Lichtschutzfaktor, nee, Make-up Base. Ein Primer. Lichtschutzfaktor 30 hat der und der hat so eine Lavendelfarbe drin. Wohl. Ach, verrückt. Der ist wirklich, ja, lila und ist wahrscheinlich so eine Mischung aus Primer und Color Corrector und Sonnenschutz. Lila sorgt dafür, dass die Haut so ein bisschen weniger fahl aussieht. Mag ich ganz gerne, vor allen Dingen im Stirn- und im Wangenbereich. Dann haben wir hier einen Moni Waterproof Pen Eyeliner in Braun. Bin ich super gespannt. Ein Multi-Stick. Die hatte ich auch schon mal und fand die wirklich, wirklich gut. Das kann man als Blush benutzen, die kann man als Lippenstift benutzen. Das ist eine wirklich, wirklich schöne Farbe. Ich gebe mir das mal so ein bisschen rüber. Also ihr merkt schon, ich habe probiert, auch wirklich Make-up mit reinzunehmen, weil ich der Meinung bin, das koreanische Make-up sieht halt auch immer wunderschön aus. Dann habe ich ein völlig verrücktes Tool mitgenommen. Das ist ein Mascara-Schild. Das machst du dir unten ran und dann kannst du mit der Mascara rübergehen oder oben und dann stempelt das nicht ab. Da habe ich oft nämlich Probleme mit. Auch das werden wir definitiv testen. Dann durfte mit ein Mineral Eye Pigment. Das ist ein Lidschattenpigment in Lose. Ich kann es euch nicht zeigen, aber wisst ihr, was wir machen? Mögt ihr lose Pigmente? Ich habe nämlich tatsächlich eine eigene Formulierung mittlerweile für lose Pigmente für meine Firma. Ich weiß aber nicht, ob ihr das benutzt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ich mal ein paar von diesen losen Pigmenten launchen soll. Dann waren hier so ein paar Tester mit drin. Wir haben noch einen Multistick zum Konturieren und wir haben ein Contouring-Puder. Das hatte ich, glaube ich, schon mal. Das habe ich verloren und dann habe ich es mir nachgekauft. Das ist von Mimi oder Mime. Das hat vier verschiedene Farben. Ist eine sehr, 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 sehr schöne Konturfarbe. Hier ist noch ein Propolis Vitamin Synergy Serum. Auch das ist passend zu dem Toner gewesen. Ich dachte mir, das nehme ich einfach mal mit. Es soll Anti-Wrinkle sein, also Anti-Falten, powerful, beruhigend und pflegend und aufhellend. Bin ich sehr gespannt. Hier ist nochmal so ein Refill Compact Foundation dabei und wir haben hier ein Fixing Tint von Etude. Etude ist eine sehr, sehr bekannte Marke. Das Packaging ist so krass. Oh. She's spicy today. Also, wenn ihr wollt, dass ich die Produkte auch mal in meinem Gesicht benutze, die Skincare, das Make-up, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann bekommt ihr dazu ein Video. Falls ich einen Code bekomme, schreibe ich ihn euch hier hin, schaut unbedingt bei Yester vorbei. Ihr findet dort wirklich extrem, extrem viele spannende Skincare-Produkte. Es macht wirklich Spaß, sich das anzugucken. Jetzt sehr, sehr große Empfehlung. Okay, der erste Teil des Hauls ist tatsächlich auch schon durch. Bin ich in der Deko-Abteilung. Wenn ihr das Video seht, hat Danny nämlich heute Geburtstag. Und ich nehme jetzt einfach mal hier ein Papierservietten mit. Die haben so eine super schöne Babypink-Farbe. Und dann haben wir hier noch so ein paar Tischdecken. Da Danny heute Geburtstag hat und wir hier frühstücken, habe ich ein Paket Servietten mitgebracht. In so einem schönen Rosaton, auch in groß. Die kann man immer ganz besonders schön falten. Ihr könnt gerne in den Kommentaren wieder raten, wie viel Geld ich für diesen Haul ausgegeben habe. Schaut mal, die hatte ich ja schon mal und ich fand die tatsächlich gar nicht so schlecht. Jetzt sehe ich hier aber,
Edamame-Spaghetti. Habt ihr die schon mal getestet? Das finde ich tatsächlich super spannend. Ich hatte die ja, wie gesagt, schon mal in schwarz. Ich glaube, die waren aus schwarzen Bohnen. Und das sind welche aus Edamame, also aus Sojabohnen. Die kleinen grünen Dinger. Werde ich heute Mittag essen. Und dann habt ihr hier eine Review dazu. Edamame-Nudel-Review-Schnelldurchlauf. War spannend. Die Textur ist halt sehr rau im Mund und stand drauf, dieses Paket reicht für 4 Personen. Und wenn mir jemand sagt, etwas reicht für 4 Personen, dann reicht es gerade so für mich. Ich habe die Hälfte der Packung gegessen und nach 5 Gabeln war ich voll und ich habe den ganzen Tag nichts mehr gegessen. Aber es war spannend. Mit einer guten Soße dazu. Was ich aktuell regelmäßig nachkaufe, sind Tests. Ich habe tatsächlich 2 gekauft. Einen habe ich eben gemacht. Negativ. Aber hier ist noch der zweite. 1,99 haben die gekostet. Dann für Danny zum Snacken zwischendrin so eine kleine Milka-Variation mit den kleinen 3 Mümmelhasen heißen die, glaube ich, ne? Sehr, sehr süß und die stelle ich dann vielleicht zum Geburtstag auf den Tisch oder so ein bisschen als Deko. Schaut mal, ich bin jetzt hier bei den Körperlotions und das hat meine Mutter mir empfohlen. Das nehme ich mit. Da bin ich jetzt mal gespannt, was ihr dazu sagt. Meine Mutter hat mir das nämlich empfohlen. Die hat gesagt, dieses Fenial, das war in den 70er, 80er Jahren der Shit. Das riecht aber gut. Das ist eine Bodylotion, ne? Sorry, Mama. Riecht wirklich, wirklich gut. Ist halt sehr stark parfümiert. Riecht so ein bisschen pudrig tatsächlich. Aber gar nicht schlecht. Dann musste unbedingt wieder ein Blostein mit. Ich habe ihn diesmal von Domol von der Rossmann Eigenmarke mitgenommen. Der macht das wasserblau. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber ich finde, das sieht dann einfach schöner aus. Oder ist es eine Macke von mir? Ich persönlich finde es schöner, wenn das Klo blau ist und nicht durchsichtig. Und da musste ich sofort an Danny denken. Der liebt ja Kinderüberraschungseier. Ich nehme immer dieses riesengroße hier mit. Da das Video ja auch heute erst an Dennis Geburtstag ankommt, hat er das schon bekommen. Das ist ein Kinderüberraschungsriesenei. Mit essbarer Anteil sind 220 Gramm, also ist wirklich eine Menge. Da ist irgendein Spielzeug drin, ich habe keine Ahnung was. Aber Danny wird es euch mit Sicherheit bei Instagram gezeigt haben heute schon. Und jetzt beginnt ja auch wieder die Sonnencremezeit und ich habe hier einen neuen Aufsteller entdeckt. Mit Sonnenlotion, Kokosnussöl und die Sundrops nehmen wir mal mit. Das fand ich natürlich super spannend, denn es gab einen kompletten neuen Aufsteller, auch mit Sonnenschutz. Und da habe ich mir diese Sundrops mitgenommen, mit Vitamin C. Die sollen UVA- und UVB-Schutz haben, sind wasserfest, haben zwar nur einen Lichtschutzfaktor 30, aber noch Vitamin C mit drin. Bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, ich werde in den nächsten Wochen viel über Sonnenschutz hier auch reden, weil es mir persönlich... Also als ich das mit der Palette gesehen habe, Freunde, da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Da war ich wirklich, wirklich schock. Was die Sonne anrichtet, ohne dass man es mitkriegt über die Zeit. Wie immer, wie eine beschädigte Schallplatte, die 5-in-1 fliegenden Reinigungstücher. Lustige Sache, mir hat gerade eben, kurz bevor ich das Video angefangen habe zu drehen, eine liebe Zuschauerin geschrieben, dass ich mir auch die Baby-Wipes, also Babytücher, mitnehmen kann. Ich schminke mich damit ja nicht ab. Ich mache mir damit nur die Hände oder so ein bisschen den Tisch oder mal einen Pinsel oder korrigiere mal ein Stück. Und sie meinte, das funktioniert mit Baby-Wipes auch sehr, sehr gut. Da sind mehr drin, es ist günstiger. Danke für den Tipp. Team Günstmaus Bonus geht diese Woche an dich. Musste jetzt mit, ich habe es immer wieder vergessen. Ich habe eine Popcornmaschine zum Geburtstag bekommen oder zu Weihnachten. Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist fast dasselbe bei mir. Ich liebe Popcorn, Freunde. Also ich bin nicht so eine süße Maus. Ein bisschen, aber nicht so eine süße Maus. Ich mag nicht so gerne Schokolade und so. Aber mit Popcorn, da kriegst du mich. Also habe ich eine Popcornmaschine gekauft. Und um die endlich mal zu benutzen, habe ich es auch endlich mal geschafft, Popcorn-Mais mitzunehmen. Könnt ihr mir erklären, was der Unterschied zwischen Popcorn-Mais und normalem Mais ist? Also klar, der ist wahrscheinlich getrocknet bzw. dehydriert und der poppt dann auf. Das funktioniert mit Dosenmais ja nicht. Aber ist es auch eine andere Sorte? Alle 2 Jahre kaufe ich mal einen Rasierschaum. Und zwar habe ich mir jetzt diesmal den von Isana Man rausgesucht. Auch hier, das ärgert mich massiv. Ne? Das ist ja überall so, dass die Frauenrasierschäume doppelt so teuer sind und nur die Hälfte von drin ist und dieses riesengroße Isana Man Ding 1,39 oder so gekostet hat. Ich kaufe alle 2 Jahre meinen Rasierschaum. Dafür sind die immer gut. Hat sogar Pflegekomplex mit drin, habe ich auch einen. Und ist für empfindliche Haut. Und wir haben alle empfindliche Haut. Das musste einmal wieder mit. Das ist tatsächlich eigentlich der einzige Reiniger, den ich hier benutze, außer für Glas. Der Soda-Reiniger von Frosch.
ist der beste. Es ist eine komplett recycelte Flasche aus Altplastik. Auch hier, wenn ihr fertig seid, schraubt alles auseinander, so gut ihr könnt. Nehmt die Kleber ab, nehmt alles ab, was ihr könnt, und dann gebt es bitte in den Recycling-Kreislauf zurück. Dann habe ich mir wieder eine Limited Edition mitgenommen. Das ist das Isana Duschgel. Sunset Beach. Mit Papaya, Nektarine und Kokos. Sieht sehr, sehr schön aus. Kaufe ich. Ich glaube, es haben viele diese Macke. Ne? Sobald es so ein Limited Edition Duschgel gibt, wird es mitgenommen, weil es ist ja Limited Edition. Das machen die schon fuchsig in der Drogerie. Egal ob Rossmann oder DM oder Müller, Limited Editions. Aber es riecht wirklich gut und so für. Ich habe es euch in jedem Haul erzählt. Manchmal gehe ich zweimal am Tag duschen. Beim zweiten Mal muss es dann nicht. Oder beim ersten Mal, wenn ich weiß, beim zweiten Mal nehme ich das Duschgel, muss es nicht das 3 € darf sein. Dann habe ich weiß auch nicht warum und wo sie ist, eine neue Wimpernzange mitgenommen. Ich habe euch neulich erzählt, dass meine Wimpernzange weg ist und ich einfach keine Ahnung habe, wo sie ist. Und ich mir jetzt seit Wochen die Wimpern nicht mehr curlen konnte. Und da ich seit Wochen, fast Monaten jetzt nicht mehr beim Wimpernlifting war, sind die Wimpern jetzt alle so ein bisschen durcheinander. Deswegen sehen meine eigenen gerade nicht so schön aus, obwohl sie sehr, sehr gut wachsen. Wimpernzange plus 2 Ersatzgummis in Schwarz von For Your Beauty, der Rossmann Eigenmarke. Hier. Das war ganz vorne an der Kasse von Isana ein Handdesinfektionsspray. Wirkt gegen Bakterien und spezielle Viren wie Coronavirus mit 60% Alkohol. Das ist einfach so ein Desinfektionsspray für die Hände. Als Spray finde ich ganz gut unterwegs, wenn man etwas anfasst, was nicht einem selbst gehört. Weiß ich nicht. Du kannst jetzt nicht, wenn du am Hauptbahnhof bist, kannst du nicht die ganze Reling, da wie heißt das Band, wo du deine Hände ranmachst an der Rolltreppe, kannst du ja nicht einsprühen. Danach kannst du dir die Hände aber einsprühen. Aber auf so öffentlichen Toiletten oder wenn man mal ins Restaurant geht, wenn man dann den Henkel oder das Klo mal ganz kurz damit einsprühen kann. Macke, ich weiß. Und ohne Witz. Die sind zwar wirklich teuer, aber es sind die besten Cremes. Die zieht zwar nicht so schnell ein, die benutze ich am allerliebsten oder die, aber die riechen alle so, so gut. Ja, eigentlich immer das und hatte neulich das hier ausprobiert. Und ohne Witz, das ist leider wirklich das schlechteste Micellenwasser, was ich kenne. Deswegen nehmen wir das wieder. Freunde, lange Geschichte. Ihr werdet demnächst ein neues Aufgebraucht-Video kriegen. Und da habe ich neulich in dem letzten Haul diese gelbe von Garnier mit Vitamin C gekauft. Das ist das beschissenste Micellenwasser, was ich jemals gesehen habe. Du kriegst nichts damit ab und es brennt wie unangenehm. Unangenehm. Deswegen, wie immer, das blaue kaufe ich einmal im Monat vielleicht. Alle 2 Monate mittlerweile für ganz, 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 ganz hartnäckige Lippenstifte. Meistens benutze ich das. Wie immer, das einzige Deo, was ich benutze, Dove Man Plus Care, Clean and Comfort, 48 Stunden Powerful Protection. Ich liebe den Duft. Es hat mir leider immer noch jemand von Dove geschrieben. Liebes Team von Dove, wir brauchen immer noch eine Duftkerze mit diesem Geruch. Passend dazu das Duschgel. Das war diesmal leider nur in der kleinen Packung. Sonst kaufe ich das immer in der 500 ml Tube. Gab es leider nicht, aber mittlerweile ist die Flasche auch schon zu 100% aus recyceltem Plastik. Dann gab es noch eine Limited Edition und das ist eine komplett neue Reihe, glaube ich, von Isana. Das ist Isana liebt die Erde, schütze, was du liebst. Ein erfrischendes Duschgel mit 90% Inhaltsstoffen aus natürlichem Ursprung, totes Meersalz. Es gab auch noch eine andere Geruchsrichtung. Oh, das riecht aber toll. Sehr, sehr frisch, nicht so. Also schon ein bisschen aquatisch, aber auch ein bisschen fruchtig. Fand ich gut, finde ich gut. Gebe ich euch ein Feedback. Einen weiteren Sonnenschutz habe ich mitgenommen und da dachte ich mir, das könnte vielleicht eine gute Sache sein als Make-up-Grundierung. Das Sonnenfluid mit Hyaluronsäure für Gesicht und Hals und Dekolleté. Ohne Mikroplastik und 82% biologisch leicht abbaubare Inhaltsstoffe. Nach 40 Minuten Wasseraufenthalt schützt Sanozon ihre Haut weiterhin mit mindestens 50% sowie anorganische Inhaltsstoffe. Ist ein Lichtschutzfaktor, bin ich gespannt. Der hat aber Pflege mit drin, so ein bisschen Hyaluronsäure, dass die Haut nicht so schnell austrocknet. Werden wir testen. Und dann habe ich zu guter Letzt hier Tesafilm. Ich bin ja mittlerweile eine kleine Geschäftsmaus und habe ich euch erzählt, ne? Oh.
Ich habe meine Mama gefragt, ob sie mir bei der Post Briefmarken mitbringen kann, weil ich ja ab und zu muss ich Mahnungen, muss ich Rechnungen, muss ich Antworten, offizielle Schreiben ans Patentamt, an Anwälte, an Steuern, an was. Ich schicke Post. Und wir leben in Deutschland, so viel E-Mail ist noch nicht, vieles läuft halt leider immer noch über diesen postalischen Weg. Und dann kommt meine Mutter an, fertig mit der Welt, tat ihr total leid. Es gab nur Benjamin Blümchen Briefmarken. Jetzt habe ich meine ganzen Anwaltsschreiben, meine ganzen Patentschreiben mit Benjamin Blümchen Briefmarken abgeschickt. Ist süß. Benjamin Blümchen an sich wäre nicht so schlimm, aber da steht Terreur drauf. Und da war bei mir vorbei. Also wenn jemand 1685er Benjamin Blümchen Briefmarken tauschen möchte, schreibt mir gerne bei Instagram. Und das, Freunde, war mein XXXXXL-Haul. Wenn ihr wüsstet, wie es hier aussieht, dann würdet ihr, glaube ich, einen Rappel kriegen. Ich kriege nämlich gerade einen und deswegen würde ich vorschlagen, ich beende das Video an dieser Stelle. Ich hoffe, der Haul hat euch ein bisschen Spaß gemacht und euch ein bisschen unterhalten. Schaut unbedingt bei YesStyle vorbei, dort findet ihr wirklich super spannende Produkte. Und wenn ich einen Code habe, Trust and Believe. Er steht hier. Ihr Lieben, schön, dass ihr mit dabei wart. Denkt alle an Danny. Schreibt ihm gerne bei Instagram einmal Happy Birthday. Da wird er sich freuen und ein bisschen wundern. Bis zum nächsten Mal.